Okay, das ist der Passport. Koreas Cross Country Cycling Road Tour Passport. Also, ja, der Fahrradfahrerausweis in Südkorea. Der kostet ungefähr 3 Euro. Hier am Anfang gibt es eine Karte mit den unterschiedlichen Fahrradwegen in Südkorea. Also, es gibt wie viel sind das hier? 6, 7 unterschiedliche Fahrradwege mit unterschiedlichen Stationen. Und an diesen Stationen ist nun das Besondere, dass da solche Stempelboxen sind, wo man sich dann einen Stempel nehmen kann und sein Passport abstempeln kann. Und wenn man von einem Fahrradweg alle Stempel eingesammelt hat, dann bekommt man Auszeichnung, so eine besondere Aufkleber in Silber. Und wenn man ganz spezielle Fahrradwege abfährt, also ich glaube den Four Rivers Bicycle Pass, das ist der bekannteste Fahrradweg in Südkorea, dann bekommt man sogar eine Medaille. Aber wir sind jetzt auf Jeju. Das ist eine Insel, eine der größten Inseln in Korea. Das ist die Mission für Jeju, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stempel gibt es insgesamt. Der Radweg geht einmal komplett um die Insel, ungefähr 230 Kilometer. Den ersten Stempel haben wir heute schon gesammelt. Wir sind heute Morgen mit der Fähre angekommen. Heute, ja, stehen noch mindestens 2 Stempel an, vielleicht sogar 3. Das machen wir jetzt. Ihr seid dabei. Viel Spaß. Los geht's. Eigentlich war mein großes Wunsch, dass wir den Passport holen, weil davor habe ich die Stempel von Busan in ein Buch gesammelt. Aber jetzt haben wir den richtigen Passport und wir sind hier. Dark Shelter heißt es. So sehen diese Telefonzellen irgendwie aus. Da drin ist immer ein Stempel und so ein Pad für die Tinte. Und dann guckt man, dass man das vielleicht nicht sofort verkehrt rum macht. Und dann... Tada! Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. So ein Männchen mit einem Rucksack. Gut, ein paar andere Radfahrer hier auch unterwegs. Hier hinten ist eine ganze Bande. Alle, ja, mit sehr leichtem Gepäck unterwegs. Also vollbeladene Räder sieht man hier eigentlich so gut wie gar nicht. Annyeong haseyo. Das ist kein Rucksack, sondern ein Stein da hinten. Ach so. Das ist der hat so ein Schwert. So. Das ist mit dem Schwert und nicht mit dem Rucksack. Ja. Wir dachten, das da hinten, das da rechts, das sieht so aus wie ein Rucksack. Ja. Nee. Das ist ein Schwert hier, ja, das ist er. Sehr gut. Gut. Ab zur nächsten Station. Die Insel ist so südlich, dass es sogar hier Palmen gibt. Aber heute hat so dermaßen abgekühlt. Letzten Tage war so schön warm und heute ist auf einmal super kalt. Der Wind, der ist irgendwie super kalt und das zieht irgendwie durch dich und du frierst. Das Einzige, was hilft, ist Fahrradfahren. Schon weiter, also glaube ich noch 5 Kilometer oder so bis zum nächsten Stempelstation. Ja, sehr gut.
Dann lass uns weiter. Juhu! Ah, du bist direkt richtig gefahren. Okay, nächster Stempel. Wie heißt das? Negerum Park. Ist mit Palmen, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, dass hier überall Palmen gibt. Oh, guck mal, ich werde besser und besser. Da, wo diese Stempelboxen halt sind, da ist dann halt auch immer irgendeine Art Sehenswürdigkeit oder so. Also das ist jetzt schon der dritte Stempel heute. Den ersten haben wir noch nicht gefilmt. Da war halt irgendwie so ein cooler Stein im Wasser. Das sah ziemlich gut aus. Beim zweiten waren diese Figuren. Und jetzt hier beim dritten ist halt ein großer Park. Direkt am Wasser. Echt cool. Gucken wir uns, glaube ich, auch noch mal kurz ein bisschen an. Bringt auf jeden Fall echt schon eine Menge Spaß, das Stempelsystem, oder? Echt eine ziemlich geile Sache. Man will die alle sammeln. Man will sie alle haben, absolut. Und man will auf keinen Fall so einen Teil verpassen. So bringst du deinem Volk das Fahrradfahren bei. So motivierst du die Leute, Fahrrad zu fahren. Und du halt irgendwie noch so ein kleines Spiel. So ein Spiel daraus machst. Genau, so einen kleinen Stempel sammeln. Und dann kriegst du halt zum Schluss, wenn du halt irgendwie die großen Wege alle nachher gefahren bist, sogar noch eine Medaille. Der absolute Hammer. Ein richtig geiles System. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sowas vielleicht auch in Deutschland oder in deinem Land, wo auch immer du jetzt herkommst, von wo aus du das Video guckst, ob wir da auch sowas brauchen. Und ja, wir freuen uns auf deine Kommentare. Also ja, man sieht es hier ziemlich gut. Die ganze Insel ist im Endeffekt ein großer Vulkan, der allerdings nicht mehr aktiv ist. Ich weiß nicht, ja, ein paar tausend, ein paar Millionen Jahre her, keine Ahnung, auf jeden Fall. Überall an der Küste hier das Vulkangestein und in der Mitte der Insel halt natürlich der Vulkan. Ich weiß nicht genau. Ah ja, doch, sieht man. Ja, das ist er. Ich weiß aber auch nicht, wie der heißt. Oder weißt du das noch? Nein, habe ich vergessen. Wir haben fleißig Wikipedia-Artikel gelesen. Haben wir gestern gelesen, aber ja, vergessen. Kein Plan, wenn das jemand weiß, einmal in die Kommentare schreiben. Das wäre cool. Wer jetzt immer noch nicht davon überzeugt ist, dass Korea ein absolut geniales Land zum Radreisen ist. Wir haben gerade eben Pause gemacht, sind jetzt gerade weitergefahren. Da kam hier von vorne auf einmal ein Auto. Der Typ hat angefangen zu hupen und hat irgendwelche Zeichen gegeben, wir sollen anhalten. Ist da ausgestiegen, meinte irgendwie, I'm looking for you. Ich weiß nicht, haben wir den vorhin schon getroffen? Ja, das war der gleiche Mann, das wir bei dem Pausekurs getroffen haben. Doch, das war der gleiche. Ja. Die sehen alle gleich aus, tut mir leid. Amazing, nearly, nearly amazing. Thanks. Okay, enjoy your trip. Thank you. Yeah. Bye. Auf jeden Fall kommt er raus mit einer fetten Tüte. Und mit Kaffee. Mit Kaffee drin, ne? Drei solche Kaffeegetränke. Und so eine fette Packung Schokopie. Und sagt nur, enjoy your trip, ja. Super genial. Tolle Leute hier. Tolles Land. Tolle Fahrradwege und einen geilen Fahrradfahrer-Reisepass gibt's nach oben drauf.
Also gut, das war's. Es ist jetzt kurz vor 5. Wir haben knapp 70 Kilometer heute gemacht, 3 Stempel gesammelt. Und jetzt kommt noch das absolute Sahnehäubchen, nämlich unser Campingspot. Wildcamping in Korea ist absolut gar kein Problem, absolut legal. Und was die Leute machen, unter anderem auch echt viele Koreaner, die bauen ihr Zelt in so einem Pavillon auf. Die stehen hier überall rum. Das hier ist jetzt irgendein Park, direkt am Meer. Wir haben nachher einen mega genialen Sonnenuntergang. Und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Hier ist mein Handy. Und da oben in der Ecke, ja, das Wi-Fi-Symbol. Wir haben hier Wi-Fi. Gut, als letzten Punkt in diesem Video möchte ich dann noch einmal anführen, wie meine Schuhe aussehen. Ich muss den unbedingt reparieren, weil der sieht so aus. Das bedeutet, ich nehme mir Kleber und versuche den zusammenzukleben. Weil der Plan ist folgender. Ich werde mir jetzt keine neuen Schuhe kaufen, sondern die hier jetzt in Korea auftragen und mir dann im nächsten Land neue Schuhe kaufen. Nein, im nächsten Land brauchst du keine neuen Schuhe. Reichen die Sandalen? Erstmal ja. Erstmal reichen die Sandalen. Das stimmt. Das stimmt, ja. Aber irgendwann brauche ich neue Schuhe, oder? Ach. Sandalen mit Socken, das tut doch auch. Sandalen mit Socken, der Klassiker, definitiv. Ich liebe es. Aber jetzt ist es doch echt einfach zu kalt. Deswegen muss ich hier gucken, was ich hier jetzt zusammengebastelt bekomme. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Brauche ich den ganzen Kleber auf, aber naja. Ja, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr als beim letzten Mal, sonst funktioniert es nicht. Gut. Kein Plan. Da vielleicht auch noch was zwischen, ne? Die reißt hier schon ein. Uff, ist schon doppelt gerissen hier irgendwie, kein Plan. Da kommt auch noch was rein. Ja, die werden aufgetragen, bis es nicht mehr geht. Die habe ich mir, als wir das erste Mal in Russland waren, gekauft. Also die sind jetzt 2 Jahre alt, die Schuhe. Ein bisschen mehr als 2 Jahre. 2,5. Kommt hier aus der Regie. Gut. Intensivster Einsatz. Definitiv. Aber ein bisschen halten müssen sie jetzt noch. Ja, ich glaube, das funktioniert schon. Doch, doch. Sonst mein Plan, das mit dem Tesafilm an der Fuß festzukleben. Hat sich auch interessant an. Gut.